Hallöchen und willkommen zurück zu Let's Play Velsarbor. Mein Name ist TrueMG und dieses Spiel ist vom unglaublichen Lachsen. Ich freue mich drauf, es erneut mit euch bis zum Ende dieser Demo, diesem Demo-Status, durchspielen zu dürfen. Sagen Sie bloß, Sie wollen jetzt noch frühstücken. Wie spät ist es denn ungefähr? Gleich haben wir 16 Uhr. Oh je, da habe ich wirklich viel vom Tag verschlafen. Damit ist Kento genau wie ich. Meine Güte, er trägt sogar ein Stirnband. Und wieso drücke ich immer die falsche Taste? Ich bin noch irgendwas von Zelda gewohnt. Guten Morgen, mein Herr. Haben Sie gut geschlafen? Habe ich. Die Betten waren wirklich gemütlich. Allerdings, die Privatsphäre... Freut mich, das zu hören. Wissen Sie vielleicht, wo sich mein Kollege aufhält? Etwa der eine mit dem blauen Stirnband? Ich weiß es nicht, aber es wird schon nicht so schwer sein, ihn hier zu finden. Ich meine, so viele Leute mit blauen Stirnbändern gibt's ja nicht. Ja, da haben Sie recht. Ja gut, sehen wir uns mal um. Wisst ihr, aus was man wirklich ein Horrorspiel machen sollte? Aus welchem Element? Verknotete Kabel. Es war ein Albtraum, mein Headset rauszuzwirbeln. Ich habe gehört, Sie haben die Räuber endlich gefasst bekommen. Ja, genau so ist es. Ich weiß, ich alleine. Oh, vielen Dank, die drei haben hier schon mehr als genug Ärger angerichtet. Kein Ding. Oh, ja, Opa will sich auch gleich bedanken. Hat nicht allzu viele. Nicht alle auf einmal. Als hier in Sinkholm das erste Haus errichtet wurde, war ich gerade mal 16 Jahre alt. Ich kann mich nur noch schwer daran erinnern. Sonderlich alt ist dieses Städtchen ja nicht gerade. In der Tat, Sinkholm wurde erst vor ungefähr 60 Jahren gegründet. Ja, das ist aber interessant. Warum habe ich mir mein Headset rausgeholt? Also... Ich benutze es nicht, um zu sprechen, sondern ich benutze es, um das Spiel zu hören auf meinen Ohren, damit ich mich weniger höre. Was für ein Spanner ist das denn? Hallo, was machen Sie denn hier? Raus aus meiner Küche! Wieso schauen Sie die ganze Zeit aus dem Fenster? Das ist mein gutes Recht, mein Haus, mein Fenster! Wieso schon? Ich schaue mir die Stadt an, weil ich sonst nichts zu tun habe. Verstehe. Was befindet sich genau auf der anderen Seite dieses Fensters? Haben wir das nicht schon einmal feststellen dürfen? Ein Baum. Er steht auf den Baum. Er ging ja auch sein ganzes Leben lang über an eine Baumschule. Also ich weiß nicht, ich habe gehört, in Numeria sollen Wohnungen sehr teuer sein. Zurzeit. Und wovon willst du eigentlich leben? Und was meint sie? Ich sterbe hier noch vor Langeweile. Spätestens in 2 Monaten verschwinde ich von hier und ziehe nach Numeria. Und sie meint daraufhin? Also ich weiß nicht, ich habe gehört, Numeria sollen Wohnungen sehr teuer sein zurzeit. Und wovon willst du eigentlich leben? Und daraufhin meint die Kurzhaarige wiederum? Ich sterbe hier noch vor Langeweile. Spätestens in 2 Monaten verschwinde ich von hier und ziehe nach Numeria. Ja, okay, genug. Genug davon. Oh, der Staub, der aufgewirbelte Staub, ist das geil. Habe ich aber damals schon bestaunt. Nein, ich will über die Erde laufen. Staub, gib mir Staub. Oh ja, Baby. Ist das geil. Gut. Können wir looten? Können wir Fässer looten? Na, wahrscheinlich nicht. Vielleicht schon. Keine Ahnung. Aber, Kibon ist hier. Ah, da bist du ja, Kibon. Oh ja, sind wir auch schon wach, Herr Frühaufsteher. Ist es gleich ein Verbrechen, wenn man mal etwas länger schläft? Wir waren gestern auch viel zu lange auf. Ist ja schon gut. Ich mache ja nur Spaß. Ich denke, wir sollten uns hier noch etwas besser... Ich denke, wir sollten uns hier nur... Ich habe Haare vorm Gesicht, daran liegt's. Ich denke, wir sollten uns hier noch nach etwas besserer Ausrüstung umsehen. Genügt dir die Standardausrüstung, die uns die Armee gegeben hat, etwa nicht? Also wirklich, eine Waffe und eine Lederweste, das ist fast unterste Klasse. Und an eine anständige Kopfbedeckung und Armbänder denkt man erst gar nicht. Außerdem hatten wir schon auf dem Weg hierhin einige Probleme mit Gegnern gehabt, nicht wahr, Kento? Ja, ja, woher hätte ich auch wissen sollen, dass so ein grüner Haufen von Schleim ein Feuerzauber beherrscht? Wär's ein roter Schleim, ja, aber so? Gut, du hast recht, wir sollten uns etwas bessere Ausrüstung besorgen. Oh, aber was wird die Armee dazu sagen? Das ist nicht die Standardausrüstung, Feudeibel. Legen Sie die Magnum wieder weg.
Kaufe bessere Rüstungen und Waffen für deine Charaktere. Rede dazu in einem Waffenladen mit der Person hinter der Theke, um in das Handelmenü zu kommen. Wenn du neue Rüstungsteile kaufst, achte immer darauf, ob der Kauf sich auch lohnt. Unten sieht man zu jeder Rüstung die Wertesteigerungen und Senkungen, die sie bewirkt. Außerdem sieht man oben rechts das Verhältnis zur alten Rüstung der jeweiligen Charaktere. Gesagt sei noch, dass die Preise der Waren von Laden zu Laden variieren können. Sind die Rüstungsteile gekauft, kannst du sie im Menü unter Ausrüstung anlegen. Kann es sein, dass ich mich in Tutorials so gut wie nie verlese? Guten Tag, der Herr. Ich habe hier einiges an Ausrüstung im Angebot. Interessiert? Aber natürlich, das gehört doch zu meiner Quest. Lederband. Wir haben 225 Feja, das ist ja gar nicht mal so schlecht. Aber was bedeuten diese mysteriösen Symbole unten? Werden wir noch erfahren. Man kann es sich aber schon beinahe denken. Die Referenz zu Final Fantasy VII sollte offensichtlich sein. Also, das System ist ähnlich. Also, wir werden schon noch erfahren, worum es sich hierbei handelt. Ich habe es auch nicht mehr hundertprozentig im Kopf. Aber wir wissen auf jeden Fall, aha, ja, diese Lederbänder, die sollten unsere Truppe aufwerten. So, der Lederharnisch wäre ja was für Kibon. Die Lederkappe wiederum für beide. Ich hoffe, das Geld reicht. Ja. Warum trägt Kento eine bessere Rüstung als er? Oh. Gut, also. Armband, joink. Helm, joink. Das war's. Armband, joink. Lederharnisch, joink. Und er trägt bereits ein Lederharnisch. Aha, aha. Naja, wir haben ja in der Grafik gesehen, im Charset, dass er nur eine Lederjacke trägt. Damit ist er sehr viel wendiger. Aber wir schauen uns doch etwas weiter um, bevor wir uns aus der Stadt herausbegeben. Oh, die Stadtwache, was wollen Sie denn bitte in unserem Haus? Wir haben keine Leichen im Keller. Noch nicht. Naja, ich und mein Kollege ziehen heute wahrscheinlich wieder ab und wollten uns einfach nochmal etwas die Stadt anschauen. Und hübsche Frauen, ich meine, werden wir sowieso nie wieder sehen. Ja, verstehe. Nun gut, passen Sie bitte auf, dass Sie hier nichts dreckig machen, wenn Sie verstehen. Oh, Junge, Junge. Nein, wir wollten uns hier wirklich nur umsehen. Ach so, das ist ja enttäuschend. Haben Sie Leichen im Keller? Also ich meine, nein, ich meine, oh verdammt. Ich habe Stummeres und das nur, weil ich mit einem Freund gekämpft habe und ihn geköpft habe. Ihr habt gekämpft? Ja, mit Holzschwertern. Das war klasse, genau wie Link. Naja, ich bevorzuge da eher Speer- und Lanzenwaffen. Würde ich dir auch empfehlen. Das nächste Mal spießt du deinen Freund einfach mit einer Lanze auf. Ach, das ist eine tolle Idee. Lanzen sind was für Verlierer. Mit denen kann man ja nur dämlich rumpieksen. Sowas glaubt doch nur der Laie. Lanzen sind gar nicht mal so schlecht. Was ist das? Lichtschlag erhalten. Was macht denn Lichtschlag? Was ist Lichtschlag? Lichtschlag, sag es mir. Sofort. Macht einen Gefallenen wieder kampffähig. Na gut, dann haben wir jetzt 6. Feuer 5. Nach Adam Riese. Gut, schauen wir uns mal weiter um. Wenn wir looten könnten, naja, vielleicht nicht gerade aus der Topfpflanze. Nur aus Krügen und Fässern. Und vor allen Dingen Fässer. 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 Oh, hier können wir nicht rein. Das ist natürlich auch kein Gebäude, das ist die Stadtmauer. Gut. Oh, Staub. Dieser Staub. Ist das geil? Fässer. Oh, schade. Ja, dann haben wir uns eigentlich in jedem Gebäude umgesehen, wenn ich das richtig sah. Und das bedeutet wiederum, wir können mal hier schauen, es sieht mir fast nach einem Secret aus. Oh, du fast! Na, nicht großartig. Ich glaube auch nicht daran, dass direkt zu Beginn des Spiels Secrets versteckt sind. Na gut, schauen wir mal. Vielleicht noch speichern? Können wir nicht. Na gut, wir wagen uns trotzdem nach draußen. Sollen wir losgehen oder uns noch etwas auf die Reise vorbereiten? Nein, noch nicht. Ich denke, ein paar Sachen haben wir hier noch zu erledigen. Na, wenn du meinst. Na, falsche Taste. Hui. Will noch sicher gehen, dass wir auch wirklich alle guten Ausrüstungsteile gekauft haben. Guten Tag. Wir können natürlich auch etwas verkaufen. Das werden wir auch. Hui, Waffen? Die bleiben in unserem Inventar, denn das sind unsere einzigen Waffen. Aber, Moment. Die Armbänder werden nicht angezeigt, obwohl sie ausgerüstet sind. Aber die Waffen werden angezeigt.
Verstehe ich nicht. Hab ich verschluckt. Waffen, Lanzen? Ach so, das ist der Überordner. Ja, ja, alles okay, ich habe gar nichts gesagt. Rüstung haben wir übrig, ja, die Lederweste kommt weg. Ich behalte nur sehr selten alte Objekte. Häufig nur, wenn sie über spezielle Eigenschaften verfügen. Und das ist in diesem Fall nicht so gewesen. So, ja, wir sind... Moment. Aha. Rechts geht es auch noch weiter. Aber Kibon trägt bereits ein Lederstirnband. Oder das... Oder das Lederstirnband ist genauso gut wie sein... seine Lederkappe. Moment, dort steht ist gleich. Hier steht E. E heißt equal, also gleich. Haben wir also schon. Moment, Schutz plus 3. Ah, Schutz plus 2, aber Agilität plus 1 ist in der Summe trotzdem 3 und deswegen 3 ist gleich 2 plus 1. Ah, wir verstehen uns. Dann kaufe ich ihm Lieder das Leberstirnband. Ein Leberstirnband. Ein Stirnband aus Leber. Ja. Ja, das machen wir so. Und die Lederkappe behalten wir diesmal. Vielleicht wollen wir ihm ja früher oder später einen zusätzlichen Defense-Punkt hinzufügen. So dann, hinaus aus Numeria oder nach Numeria. Nach Numeria. Jawohl. Sollen wir losgehen oder unsere Ritter auf die Reise vorbereiten? Lass uns losgehen. Ich möchte keine Minute länger in diesem stinkenden Kaff verweilen. Lass uns endlich weitergehen. Okay, dann mal los. Hui, das Dorf hat sogar einen Briefkasten. Und speichern können wir noch immer nicht. Miep. Na denn, mein Bildschirm ist etwas staubig. Raus aus Stinkholm. Und hinein ins Sinkelone, in den Sinkelone-Pass. Hurry! Du bewegst dich nun in wilden Gebieten. Hier kann es passieren, dass du mit Gegnern konfrontierst. Was? Dass du mit Gegnern konfrontierst? Und dich zur Wehr setzen musst. Solche Konfrontationen kommen nach einer zufälligen Anzahl von Schritten. Allerdings besteht die Möglichkeit, diesen Auseinandersetzungen zu entgehen. Kurz bevor der Kampf startet, erscheint ein blinkendes Ausrufezeichen über den Helden. Wenn du es schaffst, in diesem Moment rechtzeitig stehen zu bleiben und zu warten, bis das Ausrufezeichen verschwindet, bist du dieser Auseinandersetzung ausgewichen. Wenn man geht, kann man Kämpfe übrigens leichter vermeiden, als wenn man rennt. Nichtsdestotrotz sollte man nicht allen Kämpfen ausweichen. Wenn die Charaktere nicht kämpfen, werden sie nicht stärker. Sind die Charaktere untrainiert, werden dir spätere Kämpfe schwerer fallen, bis du eigentlich überhaupt nicht mehr weiterkommst. Deswegen ist es zu empfehlen, immer wieder etwas Zeit ins Aufstufen zu investieren. Wie bei Pokémon. Hey, was sehe ich denn da? Ein Säckchen, was da wohl drin sein könnte. Wahrscheinlich irgendein Mist, den jemand nicht mehr gebrauchen konnte und ihn deswegen da oben hinschmiss. Na, Kumpel. Genauso gut könnte jemand das Säckchen einfach nur verloren haben. Da oben auf dem Hügel? Ja, klar. Verdammt, jetzt lass uns einfach nachsehen, ob es was Brauchbares ist. Vielleicht ist es ja vom Fleischzeppelin gefallen. Na gut. Okay, schauen wir mal. Hui! Und wir können irgendwo hoch. Mal sehen. Aha! Diese orangenen Pfeile markieren einen Sprungpunkt. Diese Markierungen erscheinen erst, wenn sich der Held in ihrer Nähe befindet. Es gibt zwei verschiedene Sprungpunkte, orange und blaue. Bei orangenen Sprungpunkten muss man sich auf die Markierung stellen und Enter drücken. Bei blauen Sprungpunkten muss man mit einem geringen Anlauf auf die Markierung rennen. Bei beidem geschieht so das Gleiche. Schaut der Held in die Richtung, richtige Richtung, springt er. Hurray! Also einfach aufstellen und drücken. Hurra! Es kann passieren, dass dir bestimmte Pflanzen im Weg stehen. In diesem Fall sollte man wissen, dass der Held so manches Gewächs mit einem Speerschlag beseitigen kann. Was? Aber ich dachte, ein Speer kann nur pieksen? Stell dich einfach neben die Pflanze und drücke Enter. Stirb, elende Pflanze! Uah, genau wie in Eldorado 2, das Spiel hat voll geklaut! Aha! So einfach ist das. Grünperle mal 4 erhalten. Siehste, Grünperlen, das ist doch was. Was sollen uns diese Perlen bitte bringen? Was die bringen? Das ist eine Handelsware, Kumpel. Warst du in Numeria etwa noch nie auf dem Handelsmarkt? Nein, nicht wirklich. Das hat mich bisher nicht interessiert und ich darf es nicht wissen, damit du es jetzt dem Spieler erklären kannst. Tja, das sieht dir ähnlich. Ich sag dir, ohne mich wärst du finanziell schon längst im Abgrund. Wie bitte? Du leihst dir doch immer Geld von mir aus.
ja, schon gut. Zurück zum Thema. Welche Handelsgegenstände bekommst, was? Solche Handelsgegenstände bekommst du ziemlich selten von manchen Gegnern, wenn man sie besiegt hat. Auf dem Handelsmarkt kannst du diesen Gegenstand dann gegen recht praktische Dinge eintauschen. Oder du verkaufst sie einfach. Manche dieser Handelswaren sind verdammt wertvoll. Okay, Grünperlen sind zwar nicht so etwas Besonderes, aber sowas lässt du doch trotzdem nicht einfach liegen. Gut, jetzt bin ich ein ganzes Stückchen schlauer. Lass uns natürlich weitergehen. Geht klar. Ich hab irgendwas im Rachen. Huch, da wären wir fast in Gegner gelaufen, wollt ich auch. Werden wir aber auch noch. Schließlich wollen wir ja leveln. Ab und zu mal schlucken könnte nicht schaden. Schlucken, wenn ihr versteht. Spucke. So, vielleicht finden wir noch etwas, nämlich Meersäckchen. Yeah, Gegner! Endlich! Töten! Blut! Blutrausch! Und ein Tutorial am Anfang bestimmt, oder auch nicht, wir hatten ja schon eines. Okay, dann greifen wir mal die Grünschläme an. Aus den Erzählungen heraus wissen wir ja, sie beherrschen Feuerzauber. Hui! Nein, ich wollte doch den... Oh, die Würfel sind gar nicht mal so stark. Oh, das war ein Volltreffer. Na, nicht vergiften. Was für ein Glück. Mhm. Oh, hoch. Unsere Verteidigung wurde gesenkt. Das ist aber nicht schön. Flugbeil gegen dich. Gut. Und ein normaler Angriff. So. Oh ja, zum Glück war der Kampf schnell vorbei. Und eine gelbe 2 blendete sich ein. Was es damit auf sich hat, werden wir wohl noch erfahren. So, ich glaube, es hatte irgendetwas mit der Zahl an Kombo-Punkten zu tun, die wir am Ende eines Kampfes noch übrig haben. Das gibt uns irgendeinen Bonus, bin ich der Meinung. Und welche Gegner sind es? Oh, ein Bär! Ach, das ist aber nicht nett. Info, ein Kampfteilnehmer ist von dem Zustand Blendung befallen. Blendung senkt die Trefferquote des Opfers radikal. Aber Achtung, nicht alle Techniken stehen unter dem Einfluss dieses Zustandes. Signum-Zauber und manche spezielle Techniken treffen trotz Blendung mit gleicher Wahrscheinlichkeit. Blendung vergeht mit der Zeit oder lässt sich mit bestimmten Zaubern und Items heilen. Aber wir besitzen kein Item, das uns helfen könnte, außer absolut gar nichts. Hätten wir vielleicht noch solch ein Item kaufen können oder habe ich es nur übersehen? Na ja. Greifen wir einfach mal an, am besten zuerst die schwachen Gegner. Erst den Wolf, denn seine Spezialpunkteleiste füllt sich bereits. Und Kento hat trotzdem getroffen. Schön. Oh. Gut, es ging sowieso nur wieder gegen Kento. Oha. Ja gut, SP kosten 2 von 3. Ja, wir haben 3, wir benötigen nur 2. Flugbeil! Nicht schlecht. Och, wenn Kento nur treffen würde. Dann würde er auch ein paar Kombo-Punkte erhalten. Der ist aber mächtig. Doch nicht so mächtig wie wir vereint! Ui, wir müssen stärker werden. Definitiv sehr viel stärker. Schattenhauch. Dieses Objekt wird uns wahrscheinlich von Blindheit befreien. Kuriert Blendung bei einem Ziel, sage ich ja. Jetzt wollen wir mal Kento aber mal heilen. 50 HP. Ja, dann können wir auch gleich Kibon heilen. Und schon mal weiter. Sonst noch irgendwelche Secrets? Nö. Zukünftige Kämpfe werden dann wahrscheinlich herausgeschnitten, es sei denn irgendetwas Besonderes passiert oder ein neuer Gegnertyp erscheint. Mal schauen. Oh, hier können wir hoch. Aber zu solch früher Stunde dieses Spiels werde ich wahrscheinlich noch alle Kämpfe drin lassen, damit wir uns auch schön dran gewöhnen können. Dünner Pelz. Ja, das ist auch wieder ein Handelsgegenstand. Sonst irgendetwas hier? Nein, gar nichts. Okay. Warum wir nur an diesen Sprungpunkten springen können, ist natürlich etwas fragwürdig, denn theoretisch können wir überall hoch. Zum Beispiel hier. Was spricht dagegen? Die Spielmechanik. Verdammt! Daran habe ich nicht gedacht.
Ich habe vergessen, auf der World Map zu speichern.